Ja, noch ein Hinweis zum Austauschordner, also jenem Ordner, bei dem man Daten zwischen dem Windows, Gastgeber praktisch, und dem Ubuntu Gast austauschen kann. Und du erinnerst dich, dass wir hier bei gemeinsamen Ordner hier einen gemeinsamen Ordner eingerichtet haben. Bei mir unter ein Virtual Box Portable Austauschordner, ich zeige es nochmal im Windows Explorer, gibt es hier diesen Ort und da habe ich eine Datei hineingegeben. Und dass wir da an und für sich dann alles hier eingestellt haben, dass dann die Geräte wie die Gasterweiterung installiert haben, nachdem eben Ubuntu dann gestartet war. Und wenn ich jetzt aber dann dorthin gehen möchte, ich starte es hier links oben und gehe dann hier ins Dateisystem. Und dann ist dieser Austauschordner, den ich hier festgelegt habe, unter dem Ordner Media versteckt. Wenn ich jetzt hier draufklicke, zeigt er mir jetzt aber an, Ordnerinhalt konnte nicht angezeigt werden. Und da gibt es eine Lösung, sich das anzeigen zu lassen, also hier wirklich Daten austauschen zu können. Und dazu begebe ich mich jetzt hierher und wähle den Bereich Systemeinstellungen. Und dort suche ich dann den Bereich Benutzung Gruppen. Ich muss meinen Computer dann einer Gruppe zuordnen, die die Berechtigung hat, hier an dem Austauschordner teilzunehmen. Du siehst schon, das ist auf den ersten Blick kompliziert, auf der anderen Seite aber der hohe Sicherheitsstandard, den es da bei Ubuntu Linux gibt. Also hier Schule schon ausgewählt, das bin ich als Benutzer, gehe auf Gruppe verwalten und suche dann eine bestimmte Gruppe, nämlich VBox SF. Also genau VirtualBox, gehe hier rein, wähle dann Eigenschaften aus. Und sehe dann unten schon ein Gruppenmitglied, nämlich das bin ich selber Schule. Und ich gehöre dann, wenn ich hier als Hackerl sitze, dann zu dieser VBox SF-Gruppe. Klicke auf OK. Ich werde hier nach dem Passwort gefragt. Das ist hier mein Standardpasswort, das ich bei der Installation angegeben habe. Das ist in dem Fall hier dann Schule. Und klicke auf Schließen. Muss ich jetzt den Computer neu starten. Das ist ganz wichtig, dass ich auch wirklich dieser Gruppe dann zugeordnet werde. Gehe auf Neu starten. Wähle Neu starten. Und da starte ich jetzt in meiner virtuellen Box neu, deswegen wird auch hier Virtual Box angezeigt. Schauen wir, wie schnell hier Ubuntu startet. Ubuntu startet in der Regel schneller als Windows. Es kriegt schon entsprechende Größe. Ja. Gehe jetzt wieder herein. Wieder auf Dateisystem, wieder auf Media, kann jetzt auf Austauschort zugreifen, kann jetzt hier mir diese Datei dann holen, kann sie zum Beispiel kopieren, könnte sie mir jetzt zum Beispiel auf den Desktop dann kopieren. Nachdem ich jetzt hier rein kann, kann ich etwas Geschicktes noch machen. Ich möchte ja immer wieder auf diesen Austauschordner zugreifen, ohne mich da kompliziert dadurch noch welche Menüs hindurchzubewegen. Ich kann jetzt dahergehen, mache wieder Media und ziehe mir diesen Ordner hier herunter herein. Und habe mir jetzt hier in diesem Bereich Ordner, Orte und kann ihn jetzt umbenennen. Und nenne ihn jetzt dann zum Beispiel hier Austauschordner und kann ihn bis da herauf verschieben. Und kann dann immer wieder. Wenn ich hier dieses Menü hier aufrufe, kann ich immer wieder auf diesen Austauschordner zugreifen und sehe dann, was dann hier herinnen ist zum Beispiel.